Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Pocket Mirror. So, wir sind nicht mehr alleine unterwegs, wir sind mit Fleeter oder Flater unterwegs und wir steuern sie sogar. Und mit A kann man auch miteinander reden. Ich kann ja mal ausprobieren, weil ich glaube, das hatten wir noch nicht gemacht, nachdem wir dann Egliette wiedergefunden hatten. Trägst du Egliette immer überall hin mit herum? Aha, wir trennen uns nie voneinander. Stimmt's, Egliette? Okay. Okay, scheinbar sagt sie nichts weiter. Oh, Moment. Es ist lange her, seitdem wir das Sonnenlicht gesehen haben, nicht wahr, Egliette? Aber ich dachte, ihr würdet jeden Tag in den Garten gehen, hast du gesagt. Oh, nicht die Art von Sonnenlicht, du Dummerchen. Hä? Wie meint sie das denn? Okay, das ist auch nochmal das Gleiche. Oh, ich liebe Malbücher. Ich bin richtig gut beim Ausmalen. Oh, die mag ich auch. Wir können ja ein Buch ausmalen, wenn wir in meinem Puppenhaus sind. Ja. Wie hast du Egliette kennengelernt? Oh, das ist eine lange Geschichte. Möchtest du sie hören? Ja. Eines Tages habe ich wie immer ein Schläfchen gehalten im Garten. Aber es war einfach zu lang. Und das nächste, und kaum wusste ich, wie mir geschah, da war es schon sehr spät geworden. Und deswegen entschloss ich mich, draußen zu bleiben und die Sterne zu beobachten. Und dann sah ich plötzlich einen riesigen Kometen. Und mir fiel auf, dass er in meine Richtung kam. Und deswegen entschloss ich mich, ihn zu fangen. Und diese Sternschnuppe, also ist ja so ein fallender Komet, diese Sternschnuppe war Egliette. Sie war ein Geschenk vom Himmel. Oh, wirklich? Ja, sie ist ganz, ganz, ganz besonders für mich. Sie ist meine einzig wahre Sternschnuppe. Das ist ja unglaublich, Fleeter. Nicht wahr? Wow. Dein Haar ist so lang, das ist total schön. Danke, Fleeter. Und deine Augen sind total glänzend, erinnern mich an Kirschen. Wirklich? Aha, das würden auch ein paar tolle Murmeln sein, nicht wahr? Hey, willst du einen Song hören? Oh, ja klar. Okay, ich breche es jetzt mal ab, aber es war wirklich süß. Ah, du singst wirklich gut, Fleeter. Ja, nicht wahr? Ist noch was? Okay, jetzt nochmal das Haar. Scheinbar wird das alles, meine liebste Farbe ist Pink. Und deine? Oh, ich mag Rot. Ach, das ist doch die Farbe einer alten Lady. Das Gesicht ist toll. Ich kann es kaum erwarten, dir mein Planetarium zu zeigen, wenn wir nach Hause kommen. Du hast ein Planetarium? Aha. Manchmal schlafe ich sogar ein, während ich die Sterne beobachte. Das muss ja wundervoll sein. Okay, das ist nochmal das. Und nochmal, vielleicht ist das auch das Letzte. Okay, das ist nochmal das Sonnenlicht. Na gut, ich glaube, wir lassen es an der Stelle dann. Ich speichere nochmal. Vielleicht ist das ja wichtig, dass wir sie voll gut kennengelernt haben oder so für irgendwie ein bestimmtes Ende. Ja, dann würde ich sagen, auf... Was war das denn? Ja, was war das? Ich weiß nicht. Schnell! Okay. Und nun? Das ist ganz falsch. Was ist denn, Fleeter? Mein Garten. So sah der vorher gar nicht aus. Da war doch sonst ein Weg, der nach vorne führte und jetzt ist er fort. Schon in Ordnung, Fleeter. Ich bin mir sicher, alles wird gut gehen. Halt die Klappe, sag mir nicht, was ich zu tun habe. Lass uns gehen, ich möchte bald nach Hause. Wollt ihr beiden kleinen Mädchen einen Witz hören? Hör mir zu, du dummer Baum oder was auch immer du bist. Ich habe keine Zeit für deine dummen Witze. Zeig mir sofort den Weg nach Hause, sonst gibt's Ärger. Du bist aber eine laute Missy. Hat dir deine Mami denn keine Manieren beigebracht? Was hast du gerade gesagt? Was glaubst du, mit wem du da redest? Schuh, schuh, geh fort, du nervst. Komm wieder, wenn du ein wenig Respekt gelernt hast. Beruhige dich, Fleeter. Lass mich versuchen, mit ihm zu reden, okay? Gut, geh doch und versuch es.
Er wird dir sowieso nichts erzählen. Hallo, Mister. Wissen Sie, wir haben uns irgendwie verlaufen und wir haben uns gefragt, ob Sie uns vielleicht den Weg zeigen könnten. Aber natürlich, Miss. Es würde mich sehr erfreuen. Was? Vielen Dank, Mister. Ahem. Nun, es gibt einen Trick, um aus Labyrinthen rauszukommen. Hast du je davon gehört? Ich kann es nicht glauben. Kannst du es glauben, Eglet? Ah, ja, ich kenne so einen Trick. Da muss man einen Faden an irgendeinem Punkt befestigen des Labyrinths und den dann festhalten, damit man halt nicht sich verläuft. Ihr habt recht, Miss. Aber es gibt noch einen Trick, der sogar noch effektiver ist. Wirklich? Bla bla bla. Schau mich an. Ich weiß, wie ich mit Bäumen reden kann. Oh, es ist voll beeindruckend, dass du alle Methoden kennst, um aus dem Labyrinth herauszukommen. Leider bist du ein Baum. Ja, möchtest du es hören? Oh, jetzt sag es doch endlich, du hässlicher Baumstamm. Ich will nach Hause. Nun, um das fortzuführen, es ist eine wirklich einfache Methode, Miss. Das Einzige, was Sie tun müssen, ist, Ihre rechte Hand an die rechte Wand des Labyrinths zu legen und diesem Weg bis zum Ende zu folgen. So werden Sie sich niemals verlaufen, das kann ich Ihnen garantieren. Das ist ja unglaublich. Von dem Trick wusste ich gar nichts. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Oh, danke dir für deine Hilfe. Woher weißt du überhaupt, dass er nicht lügt? Er ist ein Baum. Er kann doch unmöglich wissen, wie man aus dem Labyrinth herauslaufen kann. Er ist ja noch nie gelaufen. Gerne doch, Miss. Nun seien Sie vorsichtig und passen Sie auf sich auf, vor allem mit diesem unverschämten Mädchen an Ihrer Seite. Was hast du mich gerade genannt, du altes Stück Holz? Danke, Mister. Also dann, wollen wir gehen? Bitte, sei nicht böse zu Mr. Baum. Er hat uns doch sogar geholfen, aus dem Labyrinth zu kommen. Psa, gut. Dann führst du voran. Dann führst du uns voran, Miss Goody Two Shoes. Ich bin gespannt, ob wir aus dem blöden Labyrinth tatsächlich rauskommen. Alles klar. Okay, rechte Hand an rechte Wand. Das wäre so. Dann machen wir immer so weiter. Rechte Hand. Oh, dieses Loch ist wirklich groß. Ist das nicht ein bisschen gefährlich? Das war vorher nicht da. Vielleicht hat es sich geöffnet, als der Garten sich veränderte. Vermutlich. Wenn ich groß werde, möchte ich einer dieser gruseligen Kürbisse werden. Die gruselige, leuchtende Augen haben. Verstehe. Ich hoffe, du kannst einer werden. Pfuh, du wirst wohl eher einer von Egliets Kürbiskuchen. Flitter, das hättest du nicht sagen dürfen. So, und du bist wer, dass du mir das befehlen kannst? Lass uns gehen. Ich habe keine Zeit, um sie an Kürbisse zu vergeuden. Tut mir leid, Mr. Kürbis. Ich mag Kürbiskuchen gar nicht. Der Arme. So, okay, weiter so. Dann mach ich jetzt so. Warum sind wir überhaupt hier? War das vorher nicht da? Nein. So kommen wir nie nach Hause. Flitter. Keine Sorge, Flitter. Es wird schon alles klappen. Wir kommen definitiv hier raus, okay? Wie kannst du dir da so sicher sein? Wir haben uns verlaufen und das hier ist ein Labyrinth, weißt du? Ich bin mir nicht sicher. Wir müssen einfach positiv denken, okay? Ich freue mich echt total darauf, Spiele mit dir zu spielen. Also lass uns einfach versuchen, so schnell wie möglich nach Hause zu gelangen, okay? Okay. Möchtest du dich ausruhen? Wir könnten uns dort auf die Bank setzen. Aha. Frieda. Lebst du hier wirklich ganz alleine? Nein, ich lebe zusammen mit Egliet. Aber bist du nicht manchmal einsam? Nein, überhaupt nicht. Egliet ist immer da, egal was geschieht. Verstehe. Dann bin ich aber froh. Warum hast du das denn gefragt? Möchtest du auch meine Freundin sein? Ich? Nein. Ich meine, ich habe jedenfalls nicht gefragt, weil ich eine Freundin von dir werden will. Ich möchte mich dir nicht aufzwängen. Ach, du Dummerchen.
Du bist doch schon meine und Eglets Freundin. Richtig, Eglet? Siehst du? Danke, Fleta. Oh, vergiss aber nicht, Eglet auch zu danken. Oh, danke, Eglet. Also, lass uns gehen. Wir können ja nicht den ganzen Tag hier bleiben. Ja. Voll cool. Oh, oh cool, okay, super. Pumpkin Charm. Hier haben wir auch noch Pumpkins. Ich sag dir doch, in mir befinden sich keine Süßigkeiten. Warum zweifelst du an mir? Kürbis, hör mir zu. Jeder Kürbis braucht Süßigkeiten, um zu überleben. Ich habe Süßigkeiten in mir und jeder Kürbis, den ich kenne, hat auch Süßigkeiten in sich. Das heißt, du musst auch Süßigkeiten in dir haben. Nein, habe ich nicht. Was ist hier los, Kürbisse? Oh, euer Hochgeboren, Hochwohlgeborenheit. Euer Hoheit. Sie sind genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Mein Freund hier glaubt mir nicht, dass jeder Kürbis in sich Süßigkeiten trägt. Nein, das haben sie nicht. Ich habe in mir überhaupt keine Süßigkeiten. Ich habe noch nie etwas davon gehört, dass sich in Kürbissen Süßigkeiten befinden würden. Ha, ich wusste es. Nein, ich schwöre, ich lüge nicht. Bitte beruhigt euch, ihr beiden. Nun, es gibt nur eine Möglichkeit herauszufinden, wer recht hat. Wir müssen euch einfach öffnen und nachschauen. Was, mich öffnen? Warte, Fleta, würde ihn das nicht verletzen? Oh, das ist doch egal. Das dient einem höheren Zweck. Warte, bitte öffne mich nicht. Sonst was? Gibt es denn keine andere Möglichkeit nachzuschauen? Du kannst ja versuchen, durch meinen Mund hineinzugreifen. Oh, richtig, lass uns das versuchen. Du tust das. Ich? Wieso ich? Weil ich es so gesagt habe. Okay. Und jetzt sag Und? Was war darin? Pumpkin Charm. Also Süßigkeiten. Was zur Hölle war das? Nun, du bist ein Lügner. Nein, bin ich nicht. Doch, das bist du. Du bist ein großer, fetter Lügner. Hey, mach dich nicht über mein Gewicht lustig. Lass uns einfach von ihnen wegtreten. Ja. Besser ist das wohl. Okay, sie schreien einander an, sodass sogar ihre Blätter wild umherwirbeln. Mr. Kürbis, können wir Sie etwas fragen? Aber natürlich könnt ihr das. Wissen Sie zufällig, was diesem Garten zugestoßen ist? Oh mein, ach du meine Güte. Ihr wisst ja gar nicht, wie schrecklich das alles war. So ein schreckliches Ereignis habe ich in meinen ganzen 5 Monaten meiner Existenz nicht erlebt. Was ist denn geschehen? Wissen Sie, ich habe mich hier so ausgeruht, so wie immer, und plötzlich wurde alles dunkel. Und der Garten war schon so, als ich wieder zu mir kam. Ah, also weißt du gar nicht genau, was passiert ist. Nicht wirklich, nein. Okay, danke. Ich hoffe, ich war behilflich. Nein, nicht wirklich. Okay, also wir würden ja jetzt wieder hier so rechts lang gehen. Das würde bedeuten, dass wir hier hochlaufen. Und jetzt hier weiter. Hier bleibt ja sowieso nichts anderes übrig. Und dann würden wir weiter rechts lang, rechte Hand, rechte Wand. Ich mache jetzt zur Sicherheit mal so, damit ich nicht durcheinander komme. Da darf ich jetzt eigentlich nicht lang. Was? Was ist denn jetzt? Was ist geschehen? Ich weiß nicht, aber es scheint, als wären wir jetzt an einem anderen Ort. Nein, aber das ist ja wieder die Mitte. Aber habe ich mich denn nicht exakt an die Vorgaben gehalten? Ich gehe mal ganz kurz zurück. Ich würde sowieso ganz gerne mal speichern. Wir haben jetzt so viel gemacht in letzter Zeit. Was ist denn aber hier unten? Ah, okay, hier ist der Baum. Und was ist, wenn man hier rechts lang geht? Ach, das könnte natürlich auch das Rechts sein. Vielleicht gar nicht vom Baum ausgehend direkt die rechte Hand dahin, sondern ein Stück weiter. Also, egal. Ich habe Gedanken in meinem Kopf. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, dass ich hier von Anfang an die rechte Hand auf die rechte Wand mache, dann wäre es ja hier entlang. Genau. Oh, hier sind die also geendet. Gehören die dir? Was treiben die denn hier?
Ach, diese Teile oder diese Figuren haben mich immer verlieren lassen. Also habe ich sie hier zurückgelassen, damit sie ihre Lektion lernen. Verstehe. Okay. Ja, hier sind halt Rosen auf der Figur. Ah, Pumpkin Charms nochmal. Und hier? Auch Rosen und auch Rosen, aber nichts mehr zum Einsammeln. So, dann wären wir jetzt aber trotzdem an dieser Wand hier jetzt dran. Ne? Da stimmt ihr mir zu. Weil wir können einmal gucken, was hier drüben ist. Oh, wie schön, dieser Baum. So mit Sternen dekoriert, das sieht schon cool aus. Und hier ist es so blau. Ah, okay, da kommen wir aber wieder. Aber das hier ist quasi der Anfang. Weil das ist immer die Stelle, zu der wir zurückkehren. Oh, schau, da hängen ja Süßigkeiten vom Baum. Oh, du hast recht. Lass es uns holen. Aber wie? Ich kann doch wieder auf deinen Rücken steigen. Oh, stimmt. Aber du bist ziemlich schwer. Bitte was? Nichts, keine Sorge. Ah, ich zeig dir gleich, wer hier schwer ist. Fleeta, sei vorsichtig, du tust mir weh. Halt die Klappe, ich bin fast dran. Oh. Au, das hat wehgetan. Pass auf, ja? Es tut mir leid, Fleeta. Es war nur was. Du hast mich fallen gelassen. Da war was in den Büschen. Oh, das? Du Dummerchen, das ist doch nur ein Kürbis. Ein Kürbis? Aber was treibt denn ein Kürbis da drin? Das weißt du nicht. Das ist der Ort, an dem alle Kürbisse des Königreiches geboren werden. Sie wachsen in den Büschen dieses Gartens, bis sie groß genug sind, um ihn zu verlassen. Verstehe. Hallo, kleiner Kürbis. Hallo, Prinzessin. Ist alles in Ordnung da drin? Geht es dir gut? Ja. Möchtest du einen Witz hören, Prinzessin? Alles klar. Was ist grün und hat gelbe Reifen? Ich habe keine Ahnung. Weißt du, was es ist? Oh, nein, ich weiß nicht. Das ist einfach das Gras. Ich habe gelogen wegen der Reifen. Sie lacht wirklich. Worüber lachst du denn? Dieser Witz war so lustig. Ist das dein Ernst? Wie kannst du denn darüber lachen? Jedenfalls viel Glück dabei, weiter zu wachsen, Kürbis. Ich sehe dich in ein paar Monaten. Zumindest hast du meinen Witz gemocht, Miss. Es war ein guter Witz, Kürbis, keine Sorge. Voll süß. Oh, da ist nochmal ein Baum. Ich hörte, der Kürbiskönig ist zu einem Besuch vorbeigekommen. Seid ihr nicht aufgeregt? Der Kürbiskönig? Och, ich hasse den Kürbiskönig. König? Wieso? Mr. Baum scheint sehr aufgeregt zu sein wegen seiner Ankunft. Ach ja, aber der Kürbiskönig denkt, er wäre so toll und mächtig. Ich hasse so eingebildete Kürbisse wie ihn. Stimmt's, Egliette? Hast du ihn nicht auch? Das erste Mal, als der Kürbiskönig im Königreich erschien, da hat er Prinzessin Fleeta herausgefordert zu einem Schachspiel. Im Tausch für einen stillen Ort, an dem er seine kleinen Kürbisse heranzüchten kann. Prinzessin Fleeta hat gegen ihn verloren und deswegen hat er diesen Garten gewonnen. Oder seinen Platz im Garten gewonnen. So, das war doch nur, weil er ein Cheater ist. Verstehe. Lass uns gehen. Ich möchte nicht länger in der Nähe dieser dummen, oh nein, Heuschrecke sein. Ihr wisst es, das ist das Wort, das ich einfach nicht hinbekomme. Dieser schrecklichen Heuschrecke. Es wird sich nie ändern. Ah, okay, da sind wir wieder hier. Ah, nee, hier war ich schon lang gegangen. Ich guck mal, was hier ist. Hier klappt's auch nicht. Okay. Aber wir finden... So kommen wir nirgendwo hin. Du bist so nutzlos. Oh nein, was macht sie denn jetzt? Fleeta. Wo ist sie? Halt, Mann, wo ist sie denn jetzt hin? Sie hat uns einfach zurückgelassen. Ich wollte das hier ja so machen mit dem Rechtsrum, aber es hat doch nicht geklappt. Ich probiere es jetzt einfach nochmal. Eigentlich müsste ich doch... Okay, aber letztes Mal hat es nicht geklappt, als ich es so gemacht habe. Also gehe ich jetzt mal hier lang.
Oh, was ist das denn? Ich kann nicht mit ihm reden. Oh nein, wo ist sie denn hin? Oh. Och, Manu. Hä? Da rechts ist... Okay, war das schon immer zu da rechts? Das Loch ist auch wieder zugegangen. Ich kenne keine Reime, aber ich singe gerne. Okay. Wo ist sie denn hingegangen ohne mich? Wow. Lang lebe der Kürbiskönig. Lang lebe der Kürbiskönig. Im Zentrum des Gartens und umgeben von zahllosen Kürbissen befindet sich der Kürbiskönig. Sein Körper in Flammen gehüllt. Okay, noch ein Pumpkin Charm. Okay, ich glaube, die sagen alle das Gleiche. Oh, ich bin nur hier, weil ich all das Pink in unserem Königreich nicht mag. Oh, hier ist auch noch mal was. So, was haben wir? Oh, ich bin draufgetreten. Das tut mir so leid. Ich möchte nicht auf ihre Babys treten. Oh, wie süß. Okay, das wollen wir natürlich nicht. Ich bin so froh, dass der Kürbiskönig uns aufgenommen hat. Jetzt fühle ich mich viel sicherer. Und noch mehr, meine Güte. Jede Menge davon. In diesem Königreich zu leben ist wundervoll, weißt du? Aber in der konstanten Angst zu leben, dass du eines Tages von Königin Egliets Lotterie erwischt wirst, das ist zu viel für mich. Was geschieht denn, wenn man gewinnt? Oh, das willst du nicht wissen. Zumindest bin ich in Sicherheit beim Kürbiskönig. König. Genau, und hier sind ganz viele Kürbisse. Okay. Nichts mehr zum Einsammeln scheinbar. Vielleicht hier noch was? Nee. Na gut, da haben wir ja noch was Nettes entdeckt. Trotzdem hilft uns das noch nicht. Was? Können wir nicht dorthin gehen? Oh, tut mir leid. Kann es... Ah, okay, ich muss Flieter holen. Okay, das war aber dann eben ein kleiner Bug, oder? Dass sie plötzlich mit uns gesprochen hat. Aber sie ist doch hier nach oben gegangen. Sie muss doch hier irgendwo sein. Wo ist sie denn jetzt hin? Flieter. Flieter. Ich guck nochmal, was hier unten ist. Weil ein ganzes Stück geht's ja gut, hier lang zu laufen. Da unten... Okay, jetzt weiß ich halt nicht mehr. Ich glaube, ich war da weitergelaufen. Scheiße. Da geht's auch nicht weiter. Dann versuche ich es nochmal, indem ich da weiterlaufe. Weil da kommen wir ja auf jeden Fall dann nicht lang. So... Da würden wir ja dann die Runde drehen. Und hier weiterlaufen. Ja, ich meine ja, ich wäre dann da unten weitergegangen. Also laufe ich jetzt doch hier entlang. Das sieht doch ziemlich geil aus. Ist auf jeden Fall ein sehr langer Weg. Nein! Ach, verdammt! Ah, das war es bestimmt schon fast. Ich hätte nach links gemusst. Okay. Nicht nach rechts, wir gehen nach links. Und nach unten. Noch ein Baum. Aber der redet nicht mit uns. Da ist das Licht, aber ist da Flieter? Oh nein, das sieht nach dem richtigen Weg aus, aber ich muss Flieter holen. Da, ach, sie schlägt den Baum. Du dummer Baum. Nimm das und das. Du verdammter Lügner. Flieter, warte, was tust du denn da? Beruhige dich. Wieso schlägst du ihn? Er hat uns angelogen. Nein, das hat er nicht, Flieter. Beruhige dich, okay? Wieso haben wir uns dann verlaufen? Es war meine Schuld. Warum hast du es dann nicht gesagt? Es tut mir leid. Gut, aber nicht wieder verlaufen. Ja.
Okay. Na gut, ich speichere jetzt mal. Wir kennen ja jetzt den Weg. Den haben wir jetzt einmal hinbekommen. Dann laufe ich den zum Anfang der nächsten Folge schon mal ab, sodass wir dann am Ausgang des Labyrinthes gemeinsam wieder beginnen. Genau, und dann sind wir raus. Oh. Okay, ihr Lieben, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Pocket Mirror wieder. Also dann bis dann. Ciao, ciao.